Was war das doch für ein herrliches, schönes, warmes Gefühl, dass Arminia gegen Bochum gewonnen hat. Also es ist unbegreiflich, kann ich überhaupt nicht verstehen. In Bochum, die hatten einen Lauf. Aber so wie es die anderen Mannschaften mit uns machen, so hat es Arminia jetzt mal mit Bochum gemacht. Ja, Mannschaften, die vorher nirgendwo gewonnen haben, aber Arminia hat denen die Punkte. Und jetzt ist es mal umgedreht gelaufen. Aber die standen uns auch dienstgradmäßig zu. Denn Bochum war eigentlich sehr, sehr schwach. Hätte ich nie geglaubt. Ich dachte jetzt wirklich, die reißen alles auseinander, aber es war nicht viel. Als in der 51. Minute Okugawa das schöne Kopfballtor machte. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Kleines Weihnachtsgeschenk vorab. Naja, und dann in der 69. Minute das schöne Tor von Wimmer, also besser ging es gar nicht. Naja, und dann haben sie es gut über die Zeit gekriegt. Darüber können wir uns auch freuen, dass sie das hingekriegt haben. Aber wie gesagt, wenn sie jetzt am Samstag in Dresden sind, in Leipzig sind, dann müssen sie sich gewaltig anstrengen, wenn sie einen Punkt holen wollen. Wäre natürlich eine tolle Sache, wenn sie da einen Punkt mitbrächten, das wäre für uns ein Sieg. Mehr kann ich also nicht erwarten. Aber eine Niederlage muss eigentlich nicht sein. Sie sollten normalerweise dieses Glücksgefühl und diese Euphorie, die sollten sie eigentlich mitnehmen nach Dresden, nach Leipzig. Denn die Leipziger, die sind im Moment auch nicht so gerade auf der absoluten Höhe. Also ich sehe eine kleine Chance für Arminia, aber nur eine ganz geringe. Wenn sie die nutzen, dann kommen sie auch glücklich, zufrieden wieder nach Hause und haben uns ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht. Das wäre natürlich das, was wir uns alle erhoffen. Also, das letzte Spiel in diesem Jahr. Und dann wünschen wir, also ich euch, ein frohes Weihnachtsfest. Erstmal einen guten, schönen vierten Advent und dann das Weihnachtsfest. Und dann wollen wir im nächsten Jahr mal gucken, wie es da weitergeht. Vielleicht hat Arminia eine dicke Chance, den Klassenerhalt zu schaffen. Es wäre wünschenswert. Also, macht's gut.